Ist mir egal, wer das gemacht hat, Barakallahu fik. Wallah, ist mir egal. Ob das ein Muslim ist, ein Agent ist, ein Polizist ist, ein Geheimdienstler ist, egal. Christ, Jude, ich weiß nicht, Buddhist, egal. Diese Attentate für uns Muslime sind verboten. Wir sind keine Tiere, wir sind kein Raubtiere, wir leben nicht im Wald. Und bei uns im Islam, das Leben von einem Lebewesen, von Tieren, ist nicht zu beenden, so einfach. Dann wie ist das mit dem Menschen? Warum sollen diese Menschen etwas, warum sollen sie die Rechnung tragen für eventuell Weltpolitik? Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, dass wir sowas machen? Hasch. Wallahi nicht. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sowas beigebracht? Wallahi nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wala taghduru. Al-Ghadr. Hinterlistig ist das. Dass man sowas macht. Untreu. Die Menschen sind auf der Straße, auf einmal kommt jemand mit Auto. Was haben diese Menschen getan? Ist das islamisch, dass man sagt, ja, wenn jemand deinen Vater getötet hat, tötest du seinen Vater? Ist das die Gerechtigkeit im Islam? Sind diese Leute Leute, die für den Islam handeln dann? Aber ich verstehe das nicht, mit welchen Leuten wir zu tun haben.